Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf und wir spielen mal wieder ein bisschen Hearthstone. Und in dieser Folge wollte ich mal kurz testen, ob denn der Zoo so gut noch funktioniert, wie der vorher mal funktioniert hat. Ich weiß noch, damals, ich habe eine Weile ziemlich viel Zoo gespielt, weil man damit relativ erfolgreich war und ziemlich schnell die Leiter hochgelaufen ist. Und jetzt, ich habe jetzt einen Zoo, den Xixo mal zusammengestellt hat, immer noch dabei und jetzt will ich mal testen, kann der was? Es ist halt immer noch Late Season sozusagen, Spätsaison, bedeutet, ich bin jetzt gerade auf Rang 14 am 21. Das heißt, die Leute hier sind nicht mehr unbedingt die Allerbesten sind schon viel weiter hoch auf der Ladder und wir gucken mal, ob wir jetzt hier Sachen machen können und ich kann halt eigentlich einen Zoo gar nicht mehr spielen, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Schauen wir mal. Gerade jetzt gegen Warrior, man kann das schaffen. Wir werden sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Wir können hier Sachen machen. Können wir Sachen machen? Das finde ich sehr gut. Zack. Gleich wäre so ein bisschen Knife-Shagger-Time, finde ich. Mal gucken. Zieht er jetzt die Waffe? Hat er jetzt die Waffe gezogen? Hat er sie schon auf der Hand? Hat er die Dingster-Ex dabei? Anscheinend nicht. Sehr, sehr angenehm. Wolf oder Juggler? Ich glaube Juggler. Schwing! Okay. Nächste Runde könnten wir zur Not auch zwei Sachen spielen. Die zwei kosten. Mal gucken. Raging Worgen. Das ist natürlich ärgerlich. Weil wenn wir da jetzt rein... Wir könnten ihn silenzen. Passt mir jetzt überhaupt nicht. Wir müssen eigentlich den Juggler reinhauen. Das müssen wir jetzt eigentlich tun. Oh nein. This is a problem. Silenzen, was spielt er denn noch so? Er spielt... Nee, wir brauchen den Silence noch. Wir brauchen den Silence noch. Okay. Dann war's das mit dem Juggler. Er hat mir Spaß gemacht. Aber die Zeiten sind vorbei. Nein! Oh Gott! Ja, ist egal. Ich hätte jetzt auch nicht zuerst angreifen müssen, weil so wäre das besser auch nicht in sein Gesicht gegangen und ob der jetzt da vorher nochmal trifft oder nicht, ist scheißegal. Okay, dann würde ich sagen, hauen wir den mal weg und gucken mal, ob wir dann... Ach, die Implosion kostet 4. Siehst du, ich bin nicht mehr up to date heutzutage. Was haben wir da? Alter! Haha, du kleiner Penner! Du kleiner Dreckiger. Ziehen wir eine Karte? Ja. Wölfchen. Gehen wir nochmal rein? Ja. Schon mal das Schild weg. Okay, also wir könnten Sachen machen. Es ist ein bisschen ärgerlich, dass jetzt der Juggler auch tot ist. Juggler und Implosion, da können ja echt geile Sachen passieren, ne? Aber wenn wir jetzt spielen kriegen sollten, der kostet 2 Mana, ne? 2 sind 6. Könnten wir coinen. Aber ich glaube auch nicht, dass wir den kriegen. Und hier ist ein Juggler natürlich auch wieder sehr, sehr gefährlich. Also wir haben quasi genau das Konterdeck gegen das, was wir hier machen. Zumindest, was die Juggle-Geschichte angeht. Spielt man jetzt eine Implosion, ist die Frage. Immer noch. Ich überlege noch. Bitte nicht mich anschreien. Wir könnten ja eigentlich eine Implosion machen, ne? Andererseits, warum? Können wir die boosten? Naja, wir können sie ein bisschen boosten. Komm, wir machen das jetzt. Wie viel kriegen wir raus? Nur 2. Das ist natürlich Kacke. Arsch. So, wir hätten hier noch ein Wölkchen spielen können. Das will ich aber gleich erst machen. Und Problem ist jetzt natürlich, dass sein Kollege da jetzt den 2-2er-Torrent weghaut und danach halt gestärkt ist. Dann hat er noch 5 Leben. Das kriegen wir geregelt. Wow, wow, okay, das kriegen wir jetzt auf gar nicht mehr geregelt. Das ist jetzt ein Problem.
Das ist jetzt ein Problem. Battle Rage, ja, nicht schlecht. Blöd für uns. Sehr, sehr unangenehm für uns. Wir könnten den jetzt silenzen. Und dafür habe ich mir auch überlegt, ist der Silence ganz gut. Oder nicht? Silence that motherfucker! Und eine Implosion hier drauf. Ah! Schon wieder nur zwei. Was soll der Kack? Oh Mann, ey. So eine Scheiße. Und jetzt hat er wahrscheinlich auch noch eine Möglichkeit, die jetzt alle direkt wegzuballern. Oh. Oh, auch schön. Not. Not. Oh, geil. Ich glaube, den habe ich nur reingemacht, um ein bisschen Spaß zu haben mit diesem Deck. Finde ich auch gut. Finde ich sehr gut, du. Ich würde sagen, Lord. I wonder as well. Ja, ich würde jetzt sowas sagen wie, oh, der Zoo, es geht nicht mehr, ist kaputt und man kann mit dem nicht mehr Sachen machen. Allerdings sehe ich ja ein, dass ich auch einfach den Zoo nicht so spielen kann, wie man ihn wahrscheinlich spielen sollte. Und mein Gegner war jetzt natürlich ein bisschen ungünstig gekriegt. Also, ich habe jetzt meinen Gegner ungünstig gekriegt. Man hätte jetzt auch einen besseren Gegner kriegen können. Einen, wo das besser funktioniert mit dem Gesuhe. Ja, scheiße. Das Ding ist eigentlich verloren. Aber ich wollte schon immer mal Majordomo spielen. Deswegen hoffentlich schaffen wir es diesmal. Ja, ist ja ganz gut gelaufen für dich, ne? Er hat schon Lethal, wa? Fast. 14, 15, 16, 17. Und dann kann er noch ganz viele Sachen machen und aktivieren und so ein Shit. Ich würde sagen, dann... ja, nee, wir machen noch mal auf klein hier. Ziehen, ich hätte auch erst die Karte ziehen sollen. Ja, oh, ist okay, cool. Und dann, je nachdem... Ich meine, ich habe ihm jetzt eigentlich Futter gegeben. Ich habe ihm jetzt wahrscheinlich Lethal gegeben. Weil wenn er jetzt einen Whirlwind spielt... Dann wird der Berserker 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dazu kriegen. Das heißt, der hat dann 14 allein schon. Okay, dann wäre der hier tot. Das macht er nicht. Oder? Ja, der 14. Wenn er jetzt noch die Karte hat, die Minions nicht unter 1 fallen lässt. Hä? Was ist denn jetzt los? Hallo? Machen Sie Sachen? Aua. Oh, auf 9, okay. Was kommt jetzt? Die Bombe tötet. Bitte, hier mein 0-2. Bitte, 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 bitte. Nein! Okay, die Wahrscheinlichkeit war auch sehr gering. Aber es kann ja mal passieren. Alles klar. Das ist das Problem. Allerdings kriegen wir den 13-2er weg, wenn er jetzt kein Taunt spielt oder sowas. Aber er hat noch 9 Mana, Alter. 9 Mana. Amor ab, ja, genau. Kacke. Kacke. Okay, also wir müssen das hier machen. Und, ja. Jetzt habe ich mich wahrscheinlich gerade umgebracht, ne? Nee, eigentlich nicht. 14, warte mal, er hätte jetzt 7, 3, 12 plus 5 ist 17. Welche beiden Karten gehen weg? Okay, ist okay. Den machen wir nochmal weg. Und dann sind wir bei 12, ne? Oh je. Er hat bestimmt irgendwie eine Möglichkeit, zwei direkten Schaden zu machen. Ich riech doch den Braten. Ja, da haben wir es. Ja, oder so. Die direkter Schaden. Ist okay. Ist okay. Ich wollte eh das Spiel jetzt mal beenden, damit wir endlich mal einen Gegner kriegen, wo das Deck irgendwie so ein bisschen besser läuft. Hä? Oder? Hm? Oh. Play 30 Minuten die Kosten. Spiel 30 Minuten jetzt die zwei oder mehr weniger kosten. War das zwei oder weniger? Und das haben wir gleich. Das finde ich sehr gut. Bin übrigens noch immer erkältet und ein bisschen matschig im Kopf.
Also nicht mich anschreien, falls ich lustiges, wirres Zeug rede. Oder so ein bisschen Buchstabensalat. Das ist total in Ordnung, das ist sehr legitim und auch erlaubt. International, habe ich so gelesen. Im Regelwerk von YouTube. Also wir sind da safe, Leute, wir sind da safe. Okay. Auch eine ganz okay Anfangshand. Es ist natürlich immer wieder ein Facehunter, aber vielleicht kommen wir dagegen an. Blöd nur, dass wir nicht Zweiter sind. Aber so schlimm ist es jetzt auch nicht. Wir machen jetzt hier erstmal Sachen. Ich würde ja sagen, hoffentlich kann er nicht spielen am Anfang. Oh, er kann nicht spielen. Ah, ich bin der Erste. Ein Facehunter kann immer Sachen spielen am Anfang. Immer. Fast. Immer. Fast. Immer. Eigentlich immer. Fast. Spielt man jetzt schon den Knife-Schuggler? Nee. Wir spielen jetzt Haunted Creeper. Gehen ins Gesicht. Und gleich spielen wir Knife-Schuggler und gucken, dass vielleicht der Haunted Creeper dann stirbt und dann so ein paar Messer durch die Gegend fliegen. Aua. Das wäre doch was Schönes für den Knife-Schuggler, oder nicht? Wir gucken mal. Spielen wir was mit 3 Leben, bitte. Ja, oder so. Ist für mich total in Ordnung, denn wir spielen jetzt Knife-Schuggler. Et aussi, mon ami. Nein, der Meister kam nicht so gut. Okay, aber die kommen jetzt gut. Pachu, pachu. Okay, Digga. Es fängt ganz gut an für mich. Aber je nachdem, ich meine, er kann ja jetzt auch eine Explosive Trap spielen, dann ist hier Geschichte. Dann ist hier Zappenduster. Dann können wir zwar noch den Knife-Schuggler retten. Recombobulator. Oh. Oh. Was wir hier machen können. Ist sowas. Et pourquoi allons chanson de la face? Es ist ein Zoo. Auch mit dem Zoo geht man ins Face. Es könnte auch Face Lock heißen. Es ist natürlich nicht wahr. Nicht immer geht man da ins Face, aber. Jedenfalls nicht so doll wie mit dem Hunter, ne? Also da gibt es ja Situationen, die sind kaum da, dass man da überhaupt mal irgendwann nicht Face gehen sollte. Das ist tatsächlich auch wissenschaftlich erwiesen. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Wir haben jetzt hier 5. Plus 2 ist 7. Plus 5 ist noch lange nicht lethal. Dann hauen wir doch mal den Kollegen. Oh, shit. Okay, pass auf. Machen wir das so. Überlebt er noch? Was war das? Chopin? Nee. Was war das? Kann das jemand? Er hat nämlich nur dunkel aus dem Musikunterricht, meine ich zu behaupten zu können. Oh, shit. Okay, da ist sie. Die Explosive Trap. Machen wir jetzt. Ich weiß schon. Spielen das Ei. Oh, können wir hier Leute retten? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Also wir könnten den Knife-Schuggler retten damit. Aber prinzipiell ist das jetzt nicht so geil. Wir könnten das Ei dann auch spielen. Es würde aber nicht. Obwohl. Doch, ich finde das eigentlich ganz geil. Noch ein Messer rein. Pass auf, jetzt können die hier alle überleben. Die sterben, klar. Nein, das ist eine Freezing Trap. Nice. Ich dachte, es wäre eine Explosive Trap gewesen. Geil. Haha. Oh mein Gott, so viel Gold. So viel Gold schon wieder. 355. Okay, nochmal eine kleine Suchrunde. Letzte Runde Such. Man kann damit Sachen machen, Leute. Man kann damit Sachen machen. Ich habe da sogar einen Giant drin. Und zwar ist das der Sea Giant. Ich glaube, der kostet weniger, je mehr Zeug auf dem Board ist, oder? Wie war das? Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
Hat mich ein bisschen gewundert damals, als ich das gesehen habe, dass Xixo den so gebaut hat, aber es ist eigentlich, es ist eine gute Sache. Hier, da ist der Sea Giant. Less for each other minion on the battlefield. Ja, gut. Das ist hier eigentlich eine gute Kombo hier, ne? Wollen wir die mal lassen? Okay. Können wir eigentlich mal lassen. Dann haben wir hier einen Anfang. Dann haben wir das Nerubian Egg, was wir spielen können. Wir können dann entweder mit dem Sergeant was machen oder auch Power Warming draufhauen. Also eigentlich ganz guter Play soweit. Und jetzt überlege ich, ob ich den zweiten nochmal draufhauen soll. Nächste Runde wäre... Ja, warum nicht? Dann soll er doch jetzt mal Sachen machen. Entschuldigung. Señor Ascal Acranto de Buche de Grande. Sí. Sí, sí. Apniende. De quanto. Okay, face, face. Und dann machen Sie mal Sachen, bitte. Jetzt kommen da zwei Spinnen raus, oder was? Greift er echt? Macht denn 2-1er kaputt? Würde ich machen, wahrscheinlich. Digga, machst du eigentlich noch Sachen? Oh, und ich würde ja gerne nochmal Dings mit reinnehmen. Wie heißt nochmal diese Karte? Ich weiß nicht mehr. Ah, die rechts und links den Kollegen auffrisst und dann das Leben und die Attacke übernimmt. Ah, ich muss mir mal ein bisschen mehr aber auch wieder die Kartennamen merken. Auf jeden Fall ist die doch sehr, 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 sehr nützlich in so einem Deck. Da muss ich, glaube ich, nochmal so ein bisschen Sachen machen. Oh, oh. Ja, okay. Mhm, mhm. Gut. Ja, finde ich jetzt scheiße. Und ich kann auch nichts machen, irgendwie. Ich könnte eine Spinne loswerden. Oder ich könnte halt, wie gesagt, jetzt 4 ins Gesicht machen und dann 4-4er da rausziehen. Vor eine Karte ziehen. Okay. Es ist für einen Mana, kriegt man halt direkt mal einen 4-4er. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und vorher noch 4 Schaden gemacht. Das ist okay. Und er muss sich kümmern jetzt. Im Moment bring Schuld bei Hans-Joachim Senior Askal. Hat er die direkte Antwort? Es ist ein Animal Companion 4-4er. Misha, fuck you. Fuck you. Ich bin sauer. Fahren wir zur WM. Sehr, sehr sauer. Und jetzt macht er den auch noch. Okay. Okay, okay, okay. I do understand. Ich kann nichts machen, Leute. Ich könnte einen 4-4er spielen, der keinen bufft. Oh je. Ist vielleicht besser als nix, ne? Was könnte ich schon kleines spielen, was mir jetzt hier hilft? Nee, machen wir das so. Das ist nicht cool. Überhaupt nicht cool. Conteste den jetzt aber wenigstens. Ich meine, jetzt ist die Frage. Kann er jetzt die 4-4er irgendwie weghauen oder nicht? Kann er. Scheiße. Oh, Mist. Gut, jetzt ist natürlich ein Fass draufgegangen, also ein Kill-Command. Mal gucken. Jetzt ist Loa-Tap-Time. Hätte auch Doomguard spielen können. Dann wäre natürlich geil gewesen, wenn die beiden Karten weggegangen wären, aber das kann man ja nicht steuern. Und dann wäre irgendwas anderes weggegangen, was mich sehr geärgert hätte, dass es weggeht. Und jetzt ärgert er sich, dass er seinen Kill-Command für den 4-4er rausgehauen hat und nicht für den 5-5er, der jetzt kam. Oh je, mal gucken. Wenn wir jetzt noch 2 Minions aufs Board kriegen, können wir nächste Runde Sea Giant spielen. Ah, das sieht nicht danach aus. Doch, sieht nicht danach aus. Ja, sie gehen face, Senor. Das ist schlau, Senor. Senor Ascal. Wir könnten... Sachen machen. Wir spielen aber einfach nur Shit. Und du kriegst noch ein Leben dazu, damit du nicht gleich für die, hier gegen diesen Bogen da stirbst. Schauen wir noch mal, was der Kollege jetzt macht. Jetzt ist ja eigentlich Knife Shackle auch wieder mal nicht schlecht, ne?
Abusive Sergeant liegt ja ganz gut. Ich glaube, den Sea Giant verlieren wir gleich. Ich glaube, wir werden gleich einen Doomguard spielen müssen, aus irgendwelchen Gründen. Und verlieren aber den Sea Giant. Ist aber okay. Wir haben jetzt 7, 8 auf dem Board. 8 plus 5 ist 13. Wenn noch 3 Schaden fehlen und wir könnten damit noch 2 Schaden generieren. Also, je nachdem. Also gut, wir verlieren jetzt natürlich Sachen, die auf dem Board liegen, das ist klar. Frage ist, wie und wie viel. Ja, hallo? Sie wollten jetzt irgendwas machen, Senor. Sí, Senor. Mucho grande. Oh. Oh, jetzt geht er aber face, der Face Hunter. Jetzt geht er aber face. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Oh shit. Oh mein Gott. Okay. Ja, wir überleben hart, knapp nicht. Also wir überleben gerade so, aber dann müssen wir den clearen. Und damit verlieren wir hier gerade so ein bisschen. Oh shit. Okay, also den müssen wir clearen. Wir können uns nicht heilen. This is a problem. Wir haben kein Taunt und nix. Also wenn er jetzt, und das wird er auch haben, wenn er jetzt ein... Wenn er jetzt irgendwas Ansturmiges hat, dann sind wir am Arsch. Hm. Well played. Kommt jetzt ein Well played. Er kann auf so viele Arten direkten Schaden machen. Ich will gar nicht anfangen. Er könnte die Hunde spielen. Er könnte... Kill Command hat er nicht mehr, ne? Er könnte diesen komischen Dings da Schuss machen mit 3 Schaden. Er könnte... Oh, er kann nicht. Oh. Habe ich jetzt gewonnen? Habe ich jetzt gewonnen? Freezing Explosive? Ich habe gewonnen, Leute. Nein, ich kriege auch den Schaden ab. Scheiße. Na, da hätte ich jetzt nicht mehr machen können. Ich vergesse das immer, dass man selber auch den Schaden kriegt. Verdammte Kacke nochmal. Ich kann jetzt hier nicht well played sagen. Das war nicht mein Fehler. Shit. Okay, ich gehe jetzt sauer mich irgendwo hinlegen und eine Wand anstarren. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Und vielleicht schauen wir ja nochmal rein in den Zoo. Ich fand das jetzt auch geradezu ein bisschen zu wenig. Wir müssen das mal ein bisschen länger spielen, das Ding. Und vielleicht uns nochmal ein bisschen reinarbeiten, sodass die Gegner sich so richtig schön aufregen, dass sie schon wieder gegen den Zoo verloren haben. Das finde ich, das haben wir zu wenig in den heutigen Zeiten und deswegen wollen wir das zurückbringen. Ich hätte Bock. Wenn ihr auch Bock habt, schreibt es in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war euer Fischkopf und... Tschüss.